Was für ein wunderbarer Ort hier, was für eine Oase. Aber lass mich zuerst das Tessin und das Castello di Morgote auf der Zunge zergehen. Die heutige Wanderung steht ganz im Zeichen von Natur, Kultur und Kulinarik. Wie was? Eine Wanderung, die all unsere Sinne verzaubert und die uns in eine ganz andere Welt bringt. Eine Welt voller Naturerlebnisse und wir lernen auch ganz, ganz spannende Persönlichkeiten kennen. Da kommen wir also ein. Los geht's. Funicolare San Salvatore. Die älteste Standseilbahn vom Kanton Tessin. Im Jahr 2020 wird sie 130-jährig. Bringt uns auf rund 900 Meter über Meer auf San Salvatore, das Wahrzeichen von Lugano. Nach 12 Minuten stehen wir auf einem Panoramaberg der Extraklasse. Schon im Jahr 1200 sind Gläubige hier aufgepilgert und damals natürlich zu Fuß haben sie sich, so wie wir heute auch, am Himmel ein bisschen näher gefühlt. Unsere Reise und unsere Wanderung startet von diesem 360-Grad-Panorama und wir tauchen ein in die Genusswelt des Ticino. Gerade nach dem kleinen Dorf Garona liegt ein ganz besonderes Juwel. Auf 200'000 Quadratmeter gedeiht die grösste und vielseitigste Sammlung an Azaleen, Rhododendren und Nadelbäumen aus aller Welt. Ein einzigartiges Naturerlebnis. Hier treffe ich auf Andrea Ghirlanda. Questo parco può essere ritenuto sicuramente un luogo molto speciale. Molto particolare per la situazione della natura, per la vegetazione, sì, ma anche perché dà una certa energia, si percepisce che è un luogo di pace, che è un luogo tranquillo, che è un luogo dove si può stare in serenità, dove si può passeggiare tranquilli, dove si possono percepire odori, sensazioni della natura, della pace. Durch einen schönen Wald, der uns wohltuend Schatten spendet, nähern wir uns einem weiteren Höhepunkt auf dieser Sinnesreise Richtung Morgote. Ein rustikales Gebäude, elegant und stilvoll renoviert und ausgebaut, mit einer wunderbaren natürlichen Terrasse, die zum Verweilen einlädt. Das Restaurant de Vicania auf der gleichnamigen Alp. Uns knurrt der Magen und wir nehmen Platz im Giardino dei Sapori. Buon Appetito! Karin? So schmeckt es sein. Frische Pilze, hm? Ja, 14 Gummiopunkte, das ist nicht einfach so. Nach einem genussreichen Mittagessen treffe ich die Hausherrin Gabi Giannini zu einem feinen Glas Wein von ihrem eigenen Weingut Castello di Morgote. Stoßen wir an, Gabi. Ja. Schön dürfen wir hier sein. Viva! Alles hat mit meinem Großvater angefangen in die 30er Jahre. Alpe Vicania war damals der Stall für die Kühen im Sommer. Im Winter haben die Kühen unten überwintert. Die Idee war nicht nur ein Ort, wo man isst, sondern ein Ort, wo man genießen kann. Die Leute können die Schuhe ausziehen und in der Wiese laufen. Und hier ist so still, authentische und starke Emotionen leben. Nicht nur essen und trinken. Lugano ist weltoffen, mediterran, sympathisch. Die Stadt im Süden der Schweiz ist der Inbegriff für Dolce Vita vor alpiner Kulisse. Wunderbare Wanderung haben wir erlebt. Schön war es. Wir kommen gerne wieder.